Hallo zusammen, Sie kommen zu Ihrer Waschmaschine. Wäsche ist im Gerät, Wasser ist im Gerät, Programm ist nicht abgelaufen. Was du? Mein Name ist Reinhard Krix. Ich bin Elektromeister und seit über 33 Jahren im Kundendienst tätig. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie das Wasser rausbekommen, ohne eine Überschwemmung zu verursachen. Hinter dieser Klappe befindet sich die Ablaufpumpe. Mit einem Schraubendreher öffnen Sie diese Klappe vorsichtig. Dann sehen Sie hier schon die Ablaufpumpe, die wir hinterher aufschrauben müssen, und die Notentriegelung, wo ich die Wäsche rausnehmen kann. Achtung! Notentriegelung erst ziehen, wenn der Wasserstand unter dem Bullaugenpegel gefallen ist. Wenn ich das jetzt aufmache, habe ich eine Überschwemmung. Vorsicht! Sie nehmen einen Eimer, halten den hier drunter, drehen das langsam auf, vorsichtig aufdrehen, und Sie sehen, Wasser läuft. Bitte nicht ganz aufdrehen, sondern nur leicht, dass das Wasser läuft. Auch wenn es einen Moment dauert, nehmen Sie sich die Zeit. Bei dem Aufdrehen bitte die Klappe runterhalten, dass kein Wasser zurück in die Maschine reinläuft und einen Schaden verursacht. Dabei kann ich beobachten, wie der Wasserstand sinkt. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass es schön auf dem Sockel ist. Und wenn Sie ein Gerät haben, was an der Erde steht, müssen Sie natürlich eine flache Schüssel nehmen, um das Wasser rauszubekommen. Dieses ist auch alles dafür ausgelegt, dass der Kunde das selber machen kann und keine unnötigen Kosten hat für eine Reparatur. Sie sehen, das Wasser fließt jetzt schon langsamer, der Eimer wird auch langsam voll, aber wir haben ja noch Platz. Jetzt kann ich dann diesen Eimer, wenn ich das habe, drehe ich den ganz auf. Kein Wasser kommt mehr. Den Eimer stelle ich zur Seite. Ich kann die Notentriegelung betätigen. Die Tür springt auf. Ich kann die Wäsche schon mal rausnehmen. So, und dann müssen wir gleich noch etwas näher rankommen und dann schauen wir mal, wo das blockiert und was ich da machen soll. Wir haben jetzt das Wasser rausgelassen und ziehen den Einsatz raus. Wir legen ihn beiseite und sehen hier hinten ein rotes Plastikteil, was die Pumpe blockiert und dadurch das Wasser nicht rausbefördern kann, weil sie sich nicht drehen kann. Dieses rote Plastikteil müssen wir natürlich jetzt entfernen. Da wir den Stecker rausgezogen haben, können wir jetzt gefahrlos an die Pumpe dran, ohne dass wir einen Stromschlag bekommen. Wir können das mit dem Finger, wenn das lose drin sitzt, mit dem Finger rausholen. Und haben das Gerät praktisch repariert. Die Pumpe muss sich stückweise leicht drehen lassen, dann ist sie frei. Wenn wir jetzt alles hier unten drin kontrolliert haben, können wir den Einsatz wieder reinmachen. Wir schließen ihn, ziehen es handfest an und können jetzt gleich einen Probelauf machen, um zu sehen, ob das Wasser wieder abgepumpt wird, beziehungsweise ob es hier unten auch dicht ist. So, wir haben alles gut verschlossen unten und machen den Probelauf. Wir stecken den Stecker rein, schalten das Gerät ein, nehmen ein Waschprogramm und starten das. Sie lassen das Wasser rein, gehen dann auf Ende. Das reicht, falls das immer noch nicht in Ordnung ist, damit man nicht wieder 10 Liter Wasser rauslassen muss. Das Programm beendet ist, pumpt die Maschine ab. Wir hören schon, die Pumpe dreht sich. Das Wasser wird rausbefördert. Das ist schon mal in Ordnung. Jetzt gehen wir unten zur Pumpe und schauen, ob hier auch alles dicht ist. Wir sehen, wir haben gut gearbeitet. Wir können die Klappe schließen und das Waschen fortsetzen. Wir haben natürlich noch verschiedene Marken. Hier haben wir zum Beispiel eine Siemens. Alle Maschinen, die sowas haben zum Saubermachen, gucken Sie in Ihre Gebrauchsanweisung rein und holen sich die Tipps, die da noch drin stehen. Hier ist eine Klappe, die öffnen Sie. Die kann man an die Seite nehmen. Dann ist hier ein Notbesserungsschlauch, den man öffnen kann. Das Wasser wird abgelassen, etwas bequemer, wenn man so einen Schlauch hat. Es gibt auch Maschinen, die haben überhaupt
keinen Schlauch und auch keine Klappe dran. Da muss man natürlich etwas ein paar Tücher drunter legen und das langsam rausmachen. Ist sehr umständlich, aber der Weg ist derselbe. Wenn das Wasser dann ausgelaufen ist, schließen Sie am besten wieder den Schlauch, damit Sie das nicht vergessen. Und dann beim Waschen, dass da kein Wasser rauskommt. Den Schlauch schieben Sie wieder zurück. Dann ist es genau wie bei der Miele. Sie öffnen das Teil, es wird aufgeschraubt. Wie gesagt, es kommt noch immer etwas Wasser raus. Nehmen Sie ein altes Tuch, legen das dabei, lassen den Rest, das Restwasser noch ablaufen. Öffnen das dann, wie gegenüber auch, ziehen es raus und sehen genau wie bei der Miele, das ist hinten ein Flügelrad, was sich drehen muss. Sie haben jetzt gesehen, dass es von Vorteil sein kann, wenn man auch ein paar Tücher darunter legt. Ist vielleicht auch besser, haben Sie ein paar Tücher zur Hand, damit es keine Überschwemmung gibt. Sie haben gesehen auch, dass es verschiedene Systeme gibt. Schauen Sie in Ihrer Gebrauchsanweisung nach von Ihrem Gerät. Da sind es meistens bebildert, dass Sie dann nochmal nachschauen können, wie der Hersteller, den Sie haben, vorschlägt, wie es am besten zu machen ist. Hier machen Sie natürlich auch wieder den Probelauf und haben auch den Stecker vor der Reparatur bzw. der Überprüfung rausgezogen. Sie haben jetzt gesehen, dass Sie Kleinigkeiten selber beheben können, ohne einen Kundendienst zu beauftragen. Falls Sie aber nicht zurechtkommen, helfe ich Ihnen gerne im Großraum Paderborn. Rufen Sie uns an, wir kommen zu Ihnen hin und überprüfen das Gerät und besprechen alles Weitere mit Ihnen.